Arbeit im MVZ in der Onkologie, war aber bereits im ersten Lehrjahr in der Radiologie. Sie wird eigentlich sagen, dass bei mir jeder Tag spannend ist und eine Herausforderung, da ich in der Onkologie rotiere. Das heißt, ich bin sowohl an der Anmeldung als auch an der Abmeldung und auch im Labor und im Behandlungsraum. Und somit ist eigentlich jeder Tag anders, jeder Tag neu und immer aufs Neue spannend. Man muss natürlich schon wissen, wie man mit den Patienten umgeht. Das ist natürlich nicht immer leicht. Da würde ich auch sagen, dass das eigentlich so die größte Herausforderung ist, also die in emotionaler Hinsicht. Und natürlich, wenn Patienten jetzt wöchentlich zu uns kommen oder regelmäßig, dann wachsen die Patienten einem schon ans Herzen und man baut eine Bindung zu den Patienten auf. Allgemein das Schönste bei mir in der Abteilung ist wirklich die Dankbarkeit der Patienten und der Angehörigen, dass die zu einem sagen, dass man was gut gemacht hat, dass sie einen loben oder einfach liebe Worte an uns richten. Das gibt einem schon was zurück und das zeigt einem, warum man eigentlich sich für den Beruf entschieden hat. Am meisten stolz bin ich auf das fachliche Wissen, das ich mir bereits aneignen konnte durch meine Kolleginnen, aber auch, dass meine Kolleginnen so viel Vertrauen in mich haben und natürlich, dass ich im zweiten Ausbildungsjahr schon in so einem verantwortungsvollen Bereich wie die Onkologie arbeiten darf. Ich finde, die Zukunftsaussichten als MFA sind sehr positiv. Man hat natürlich nach der Ausbildung viele Möglichkeiten. Es stehen einem viele Türen offen. Man kann sowohl in Praxen aller Fachbereiche arbeiten, in Krankenhäusern oder wie ich in einem MVZ. Man kann aber auch nach der Ausbildung Seminare belegen oder man kann den Betriebs- und Fachwirt machen im Gesundheitswesen. Und natürlich mit einer Hochschulzugangsberechtigung kann man auch studieren nach der Ausbildung. Wo ich mich auch schon ein bisschen erkundigt habe, da ich das vielleicht auch machen will, also irgendwas im Gesundheitswesen studieren.